Ach ja, das ist schon ein rechter Jammer. Aber was kann man dagegen tun? Kinder sind halt manchmal grausam. Und Lehrer sind auch nicht immer einfühlsam. Ah, da kommt unser Schulwart, der Maulwurf Buddel. Schule ist aus. Kommst du mit, Froschmampfer spielen? Oh ja, prima. Und weg sind sie. Buddel beginnt, die Klasse aufzuräumen. Da bemerkt er Pinkus Quark, der noch immer auf seinem Platz hockt und den Kopf hängen lässt. Na du, haben sie dich schon wieder hier vergessen? Haben dich alle wieder nur verspottet, Ja. Es kommt nicht auf die Farbe an, das muss ich dir schon sagen. Denn hin und wieder dann und wann muss jeder was ertragen. Vielleicht kommt einmal der Moment, da wirst du's ihnen zeigen. Und jeder, der dich heut verkennt, mit morgen Angst voll Schweigen. Es kommt nicht auf die Farbe an, als Gleicher unter Gleichen. Wärst du vielleicht genau wie sie, das ist vielleicht ein Zeichen. Du sollst schon was Besonderes sein, das ist dir mitgegeben. Mach du was draus, dann wird es dein und bringt dir Glück im Leben. Es kommt nicht auf die Farbe an und mach es dir auch Schmerzen. Doch was du bist, das liegt allein in dir tief drin im Herzen. Das musst du glauben, irgendwie, du wirst dich schon bewähren. Bis dahin aber lass dich nie von dem Gequake stören. Es kommt nicht auf die Farbe an, das muss ich dir schon sagen. Denn hin und wieder dann und wann muss jeder was ertragen. Vielleicht kommt einmal der Moment, da wirst du's ihnen zeigen. Bis dahin aber Kopf hoch, Frosch, lass dich nicht niederbauen.